Hallo Leute, heute Tag 2 meines Einrad-Vlogs. Letztes Mal war ja Sonntag, als ich mich hier in dieser schönen Schule aufgehalten habe. Heute oder jetzt ist Freitagnachmittag, also durchaus eine Zeit, an dem der ein oder andere Hausmeister noch unterwegs sein könnte, aber ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mein Einrad, das habe ich vorhin aufgepumpt. Weil ich im Internet gelesen habe, dass es mit prallem Reifen deutlich einfacher ist. Letztes Mal war er aber ziemlich platt. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich jetzt überhaupt keine Probleme mehr damit haben werde, auf diesem Ding zu fahren. Und dann geht's auch gleich los. Mal schauen, ob mir heute schon die ersten Sprünge gelingen. Ich gehe eigentlich davon aus. Womit ich noch nicht so wirklich klarkomme, ist das Einrad irgendwie abzustellen. Weil man kann es nicht einfach an die Wand lehnen. Ja, jetzt so ungefähr. Dann. Okay, jetzt geht's zufällig, aber normalerweise wollte es dann immer das Rad weg. So. Genau, also ist es auch schwierig und man will es ja auch nicht immer auf den Boden legen. Das sieht irgendwie so lieblos aus, aber das ist ganz praktisch hier, wo ich gerade übe. Da gibt es so Fahrradständer, kann ich einfach reinstellen. Zack, ist es verstaut. Also was ich jetzt gerade festgestellt habe, ich habe immer noch zu viel Rücklage meistens. Mit Vorlage geht es deutlich besser. Zu viel Rücklage auf dem Einrad, zu wenig Rücklage auf der Bank. Ich weiß nicht, ob das falsch ist oder ein Problem oder so, aber ich glaube, ich sitze auch viel zu wenig auf dem Sattel. Ich stehe eigentlich meistens so auf den Füßen. Vielleicht ist das auch ein Problem. Wer dieses Video sieht und Einrad fahren kann, dem ist es freigestellt, mir irgendwelche Verbesserungsvorschläge zukommen zu lassen. Da wäre ich eigentlich ganz froh drum. Jetzt habe ich mir ein weiteres Mal wehgetan. Diesmal aber am Bein. Bin mit der Pedale hier hängen geblieben. Hier. Naja, sieht man nicht. Tut doch eigentlich nicht so weh, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen. Das war Tag 2 und Folge 2 meines Einrad-Blogges. Zwischenzeitlich war der Akku meiner Kamera leer, deswegen bin ich jetzt schon frisch geduscht zu Hause. Ich habe viel gelernt heute, weniger Rücklage, mehr Vorlage, ein bisschen mehr vielleicht auf dem Sattel sitzen. Ja, und ich habe das Gefühl, ich habe auch ein paar Fortschritte gemacht. Und genau, mit diesen Worten ein schönes Wochenende.